What the fuck, Leute, und herzlich willkommen hier bei Grach TV. Und neben mir sitzt die Gamer-Prinzessin, sie kann ja auch mal Hallo sagen. Hey, Leute. Ja, tut mir leid, dass gestern keine Folge hochgekommen ist. Wir waren krank im Bett, wir sind immer noch teilweise krank. Deswegen seid uns auch nicht böse. So, wir nehmen mal kurz, bevor wir jetzt da reingehen, noch hier die Dinger mit. So. Wegbeschreibung zu einer Hütte, richtig? Da ist ein Teich, soll ein großer finden. So, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass wir dann hier zur Hütte müssen. Oder? Nee. Da führt er uns jetzt her. Finde die ovalen Steine. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Bach. Da war Blut am Stein. Oh. Komm schon. Scheiße. Und hier. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist er denn jetzt? Die haben mich aber noch nicht gefunden. So, den nächsten haben wir. Da kommen die nächsten wieder. Ja, komm. Was ist denn los mit euch hier, Haiwans? Oh Mann, ey. Jetzt hat er immer einen richtigen Ständer da bekommen. Ne? Ja. Also nicht in der Hose, sondern... Oh Mann. Fast down. Ich weiß nicht, habe ich Snacks dabei oder so? Inventar. Ein Trank. Nee. Sieht nicht so aus, Leute. Wow. Verdammt. Wow, das war jetzt knapp. Ja. So, Leute, und ich würde sagen, wir meditieren jetzt mal ganz kurz. Damit wir wieder voll sind, eine Stunde oder zwei. Jetzt habe ich zwei gemacht. Und ich würde sagen, wir speichern nochmal schnell ab. Spiel speichern. Weil ich weiß jetzt nicht so ganz, wie es weitergeht. Der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Ja, dann wahrscheinlich drüben im Haus. Oh, da stehen sogar welche. So, bin ich mal gespannt. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Wo sind die Kräuter, die sie bekommen sollen? Keine Ahnung. Okay, die Hexe ist also jetzt hier reingegangen. Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Die hat so cool. Ist jemand zu Hause? Die uns gesehen. Ja, und die war auch schnell und hat den anderen... Oh, was ist denn hier? Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Aber wo ist sie hin? Was haben wir hier? Ein Rezept. Ja. Wo ist sie denn hin? Da ist eine Tür, die wird da wahrscheinlich drin sein. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Hier ist noch so ein... Ein Pentagramm aus Kreide. Hier ist noch ein Totenschädel. Mächtige Aura.
Muss eine Art Artefakt sein, oder? Ah. Hierhin ist sie also verschwunden. Ja, wir gehen sofort da rein. Nur wir haben müssen noch mal eben hier gucken, was hier war. Hier war noch eine Tür. Können wir mal eben runter noch mal, ne? Jo. Okay, guck mal, hier sind auch noch schöne Sachen. So. Und da ist auch noch ein Sack. Hier auch. Hier auch. Hier ist so eine Kiste. War der Zwergenschnaps nicht viel wert? Davon haben wir nämlich auch schon ein bisschen was gesammelt. So Leute, dann gehen wir jetzt mal da rein. Warte, da ist er was. So. Hallo Hexe. Okay. So, so. Nett hier. Wo sind wir denn hier? Kann man gar nicht töten. Nee. Schade, ich hätte mir gedacht, wir nehmen die mit, weil wir brauchen auch noch was. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Nur ich musste mich auch noch nach Dings machen hier. Ein bisschen Fleisch wollte ich eigentlich sammeln, aber haben wir jetzt leider nicht. So. Sei gegrüßt, Hexer. Hallo? Titten, Leute, Titten! Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Er hat sie ja nicht schon nackt gesehen. Ich scheint uns aber zu kennen. Ja. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Mit Vergnügen. Ich suche nach einem gewissen jungen Dame. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Nach Ciri. Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt, sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer hat dich das gefragt? Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Was hättest du von einigen Dutzend Eiern? Reicht meine Dankbarkeit? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Wie war sein Name? Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war.
Hat er eine Nachricht für Sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich Sie zu ihm führe, wenn ich Sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Okay. Und ich würde okay, also hier sind die alle ein bisschen komisch drauf. Können wir aufbrechen? Ich kann noch nicht sofort aufbrechen. Doch. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Wollen wir mal gucken, ne? Wer dieser Elf ist. Ladebildschirm. Ah, okay, wir sind automatisch schon da. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. So, dann gehen wir mal da rein, ne? Ich glaube, ich speichere lieber nochmal. Kann man nicht. Okay. Dann gehen wir Na da los! Rein. Vella Glan! Was hat ihr jetzt gemacht? Ach so, Licht. Dann machen wir mal kurz das Feuer hier an. So. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Okay. Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Okay. Die wilde Jagd ist also auch schon wieder hier am Start. Gar nicht rein. Fertig. Folge mir. Mit Vergnügen. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Keira jetzt ist. Hier sind noch ein paar Schuhe. Oh, da kommt irgendwas gleich. Das Schwert gibt den Geist. Wo sind die anderen? Oh, da fehlt immer noch einer. Der ist schon da. So, wie kriegen wir jetzt? Warum kommt der denn nicht? Ja, kommst du jetzt mal bitte da raus? Ich bin spät. So, wir haben ihn aber. Dann sammeln wir nochmal das auf, was wir hier fallen lassen haben. Wo ist der nächste? Da ist der andere. Okay, heißt, wir kommen hier nicht weiter, denke ich mal, wir müssen tauchen, ne? So, jetzt will ich mal eben gucken, habe ich denn noch Dings dabei? Ja, ich habe nur so eine Rune für ein Schwert. Ich habe aber auch kein Werkzeug dabei oder so. Aber ich habe Brot. Brot ist auch schon mal gut. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ich bin mal da vorne. Ja, und da ist irgendwas im Wasser.